Ah, okay. Oh, was ist... Ey, das sind immer diese Mistviecher da sind, Alter. Immer diese behinderten kleinen Dinger. Die sind so dermaßen nervig. Auf Dauer, Alter. Der ballert sich halt echt die Tode. Zum Glück gibt's hier keine Muni. Da wird so viel Muni verschießen. Oh, die sind so dermaßen nervig. Ja, und der letzte. Gut, na gut. Sehen Sie hier, Commander Shepard. Irgendeine Quarantänestation. Wenn wir nur einen von den Greifern kaputt kriegen, ist das Schiff weg. Ah, okay. Sie haben in der Konsole einen Reparaturhinweis gefunden. Die verdammte Tür zur Shuttle-Boote ist blockiert. Solange der Druck bei 30 PSI oder darunter ist, funktioniert alles. Und das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 PSI aktiviert. Aber schon im Bereich von 31 bis 400 PSI schießt die Tür derart hart zu, dass sie einen Metallteil zerquetschen würde. Irgendjemand muss das System reparieren, bevor jemanden aus meinem Team der Arm abgerissen wird. Jetzt. Ja, tschüss, ihr geht. Ihr geht jetzt besser. Ups. Sehr gut. Das Feld, das den Ausgang versperrt, ist gleich ausgeschaltet. Jetzt können wir uns um diesen Torianer kümmern. Gut, das hat gereicht. Ich hoffe, das Schiff war voll von diesen Bastarden. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Kommen, Commander. Reden Sie mit mir. Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Halten Sie die Kolonisten von der Normandy fern. Schießen Sie, wenn Sie müssen. Okay, Commander. Wir geben ein paar Warnschüsse ab. Das sollte Ihnen Beine machen. Hier wird es gleich vor Gate wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus. Okay. Wir haben's. Gut. Verpissen wir uns. Aber lief gut, lief doch ganz gut die Mission. Also ich glaube einmal bin ich nur gestorben, also lief doch gut. Nur was sagen, ich mag diese Planet, diese Art, die Geschichte zu erzählen. Also es gefällt mir echt gut. Also was sagen, also die Geschichte so zu erzählen, dass man halt auch. Das kann ich. Also das war ich. Die Geschichte so zu erzählen, dass so ein bisschen. Es ist ja ein bisschen episodenhaft, kann man bald sagen, ne? Mit diesen Planeten und so. Nee, man hat einen Planeten, man hat dann so eine Geschichte dahinter. Ich finde das super, ich finde das klasse. Na also. Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Ich brauche Antworten. Sie wussten mehr über den Torianer, als Sie vorgaben. Ich
Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Gate angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Torianer finden können, aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Wo ist der Torianer? Der Torianer ist unter Zeus Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Gate angriffen. Aber was wollen die Gate von dem Torianer? Was würde Saren von ihm wollen? Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Norman, die an Landetrupp. Kommen Sie rein. Was ist, Joker? Wir bekommen hier eine Menge Gate-Geschwätz. Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Ja, Gedankenkontrolle ist natürlich. Ist natürlich eine mächtige Waffe. Okay. Komm, wir lassen schnell zum Wagen zurück. Dann sind wir ein bisschen geschützter. Und auf zu den Kolonisten. Was haben wir eigentlich? Mit den Flüchtlingen sprechen, genau. Genau, das hatte ich auch vor. Ich finde das nice. Oh. Da hat wohl jemand Bock. Auf den Kampf. So. Ah, er schüttelt sich wieder auf. Sehr schön. Aber ich mag es mit dem Wagen hier gegen zu ballern. Großartig. Genau, die Flüchtlinge waren da, ne? Ich meine, dass sie hier waren. Oder? Irgendjemand! Hört mich irgendjemand! Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Hier ist Juliana Bainham von der Ferros-Kolonie. Bitte helfen Sie uns. Das ist meine Mutter! Stopp! Halten Sie an! Ja genau, ich wollte sagen, die war noch irgendwo hier unten. Komm ja schon. Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Ha, Shepard! Verdammt! Ich hätte nicht darauf hoffen sollen, dass die Gate Sie töten würden. Ich habe in der Exogeny-Datenbank einige interessante Dinge über Sie gefunden. Ich weiß, was auf Akuse passiert ist. Es muss hier nicht ebenso enden. Was haben Sie vor, Jong? Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, Jong. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Sie sind hinter der einzigen Sache auf Ferros her, die wertvoll ist. Dem Torianer. Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Zeus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, Jong. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Sie sind zu weit gegangen. Das findet jetzt ein Ende. Dann mal los! Wenn es denn so sein muss!
Als ob wir nicht genug Probleme hätten. Jetzt schießen wir uns schon gegenseitig in den Rücken. Das war mein Fehler. Ich wusste, was los ist und habe nichts unternommen. Schon gut. Du leistest gute Arbeit und das weißt du. Was jetzt, Commander? Ich muss herausfinden, warum die Geth hinter dem Turianer her sind. Die Kolonisten lassen sie nicht zum Turianer. Sie werden zuerst sterben. Sie stehen unter seiner Kontrolle. Was soll ich denn sonst machen? Es muss einen anderen Weg geben. Ich glaube, den gibt es. Ich denke, sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Wie mit einer Gasgranate. Es klingt nach keiner besonders guten Idee, dort Nervengas freizusetzen. Es ist nicht waffenfähig. Das Insektizid, das wir im Labor benutzen, enthält Spuren von Tetraklopin, einem neuromuskulären Degenerator. Wenn ihr Nervensystem bereits geschwächt ist, könnte es sie lähmen. Wir könnten es mit einer Granate freisetzen. Klingt gut. Ich werde tun, was ich kann. Exzellent. Vielen Dank, Commander. Standen die Granaten mit Antikörper-Turianer Gas-Upgrade aus, damit sie die Kolonisten ausschalten, um sie zu töten? Wir kommen ihnen nicht in die Quere, bis der Weg frei ist. Das nehmen. Oh Gott. Wow. Naja. Ich glaube, eine heftige Knarre gibt's auch nicht. Nee, dachte ich mir. Gucken wir hier. Wow, 197. Ah, die ganze Zeit mit Scheiß. Ich habe die ganze Zeit mit Scheißwaffen rumgeballert. Na egal. Werde ich jetzt einfach verbessern. Okay, aber noch keine bessere Rüstung, aber ist noch nicht so schlimm. So, dann Granaten, Granatwerfer, genau, Granatenupgrade. Genau, und ich habe keine Granaten. Wie benutzt man denn wieder Granaten im Spiel? Was ist zur Ordnung? Karte aus der Gruppe, Codec, Kampf, Schießen, Zoom, Nahkampf, G, okay. Also mit G, okay. Haben Sie meinen Computer in den Ruinen gefunden? Ich habe die Daten gefunden und auf die OSD übertragen. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Vielen Dank. Geben Sie mir einfach meine Credits, dann bin ich schon wieder weg. Aber sicher. Danke für Ihre Hilfe, Commander. Jo. Kein Problem. So, nice. So, also dort haben wir. Eine Richtung untersuchen. Nach Sushop zurückkehren. Okay. Also aber echt, der Planet ist aber echt lang, ne? Hab ich nicht gedacht. Aber gut, wenn man jetzt bedenkt, dass jeder Planet jetzt so lang ist, dann werden wir auch beim nächsten noch sehr viel Spaß haben. Acht habe ich sogar. Ich würde sagen, drei gehen mal auf Fitness, damit wir ein bisschen die Gesundheit verbessern. Genau, die drei mal auf Fitness. Dann würde ich sagen, Meicheln. Aber wir neue Dialoge werden natürlich wieder mal ganz gut. Zwei, drei, vier. Hätten wir auch mal einen Kampfpanzer fertig.
Wollen wir das fertig machen? Ja. Ich würde sagen, machen wir das fertig, genau, und dann ist gut. Sehr schön, haben wir den Kampfpanzer fertig, nice. Ist ja easy. So, nochmal 8 Punkte und wir bekommen ja ganz gut immer Punkte. Ich weiß gar nicht, ob wir den komplett voll machen können. Ein Zombie? Was bist denn du für eine Missgeburt? Hallo. Ich bin ja für einsteigen. Wann kann ich einsteigen? Ach komm, weil das intelligent wäre. Ne? Was ist das? Das kann kein infizierter Mensch sein. Die Kolonisten dürfen keinen Schaden nehmen. Auch wenn der Torianer sie zum Angriff auf uns zwingt. Dafür haben wir die Gasgranaten. Jawohl, Commander. Befehl wird ausgeführt. 16 lebende Kolonisten. Das sind aber keine Kolonisten, weil ich halt. Nee, das sind keine Kolonisten. Das sind halt Zombies, ne? Okay. 16 Leben. Ich würde dann, das speichern wir öfters mal. Dass das auch klappt mit den Kolonisten. Weil ich würde sie tatsächlich gerne am Leben lassen. Okay, da haben wir ja auch ein paar ausgeschaltet. Aber scheinen wir unendlich Granaten zu haben. Das ist schon mal ganz praktisch. Okay, ich darf mal. Ich muss jetzt wirklich aufpassen. Die kann ich abknallen. Also die Zombies kann man abknallen. Nur nicht die anderen. Nur keine Menschen. Weil die sind ja nur eine Art Hypnose, oder? Ah, ich muss dann G drücken. Ach so. Ah, dann sind die tot. Er ist tot. Zombies? Das war ziemlich cool gemacht. Komm her, Zombies. Lass die Zombies einfach kommen. Oh, die vermischen das so gemein. Sie verteidigen ganz offensichtlich die Borealis. Wir müssen eines der Fachmodule bald alte schaffen. Wenn ich aufs Maul lauf. Ah ne, das ist auch kein Killen. Ah, okay. Also schlagen ist nicht Killen. Das ist okay. Gott, warte. Da muss ich jetzt mal ein bisschen. Hätte ja vorher wissen sollen. Ah ja, ist logisch. Nee, aber logisch. Knaken. Mit dem Knaken killt man keinen. Sieht es nicht. Nutze. Boah. Okay, aber wir kommen gut voran, sind nur 16. Also man darf halt nur auf nicht auf die. Ich darf halt nur das Feuer nicht auf die. Eben. Ja, es ist nicht gemein. Aber es ist cool gemacht. Coole Mission. Gefällt mir. Ist auch ein bisschen gemein gemacht. Aber es ist auch nice, dass man halt wirklich sagt, okay.
Dann versuche ich die auch mal so ein bisschen zu trennen. Dass wir halt relativ ruhig rumballern können. Und zum Glück halte ich auch gut was aus. Ich habe jetzt den Kampfpanzer vorhin. Hi! 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 Fuck, fuck, fuck! Ruhe! Schön zu Gebet und zu empfehlen für den Kampf. Einsatz, okay. Kämmen Sie sich Ihren Weg zum Fahrzeug runter, in das Nest des Torianers frei. Wir können die Kühe des Torianers töten, aber vermeiden zivile Verluste unter den Kulisten. Die Zivilisten können mit Nahkampfangriffen oder durch Granaten. Ja. Sehr gut, ja gut. Wir haben. Auf jeden Fall waren wir gut dabei. Na gut, das geht wohl nicht. Was das Spiel oder wie? Macht da Kartensteuerung. Ah, nee, jetzt geht's. Okay, warum geht's denn jetzt? Okay, frisch. Gut. Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance. Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Er will, dass ich sie töte. Aber das lasse ich nicht zu. Niemals!